der über der Favela thront. Kleiner Rückzugsort. Schön. Da will ich hin. Wir haben wieder eine Hintbox. Wir gucken sie mal an. Have you seen a switch like this? Ja, den Switch habe ich gesehen. Über Wolken und Leitern komme ich nach oben. Okay. Ach, das ist ja nett. Sind sogar die Bilder, die wir sehen, sind in der Box gemalt. Schön. Gut, dann zu dem Switch. Ich würde sagen, mit diesen Hintboxes. Was ist er denn? Da. Mit diesen Hintboxes. Ich würde mal sagen, wir nehmen sie nicht immer. Okay, wir drehen das Haus. Gut. Ich denke, wir schauen rein, wenn wir es wirklich brauchen. Aber erstmal versuchen wir in Zukunft alleine weiterzukommen. Und wenn sich zeigt, es funktioniert nicht, dann nehmen wir die Hintbox. Ah, und hier haben wir wieder ein Getriebe, das uns eine Treppe öffnet. Schieben wir wieder zusammen und kommen nach oben. Hier haben wir wieder eine Hausbox. Ich vermute, wir können also wieder eines der Häuser, und zwar dieses Haus hier, bewegen. Das heißt, wir stellen es erstmal hier hin und kommen an diesen Hebel. Und dann sehen wir, wohin uns der Hebel führt. Es dreht uns die Leiter. Ich glaube fast, wir müssen es gerade machen, dass wir wieder hinkommen. Ach, warte mal. Geht die Leiter bis ganz unten hin? Nein. Wir müssen unser Haus so postieren, dass wir selbst noch hinkommen. Aber wir auch an die Leiter kommen. Ich würde es mal so versuchen. Ja. Und es geht weiter. Die sitzt da, als wäre sie traurig. Es ist plötzlich Nacht. Und ein Weg zeigt sich, dem wir folgen sollen. Es läuft alles extrem langsam. Die Zeit steht still. Das sind wir. Im Auto mit unserem Vater, von dem wir aus dem Intro schon wissen, dass er ein Alkoholproblem hat und dass er dieses Monster sein kann. Ui, was war das? Sie hat also gesagt, wir sind verflucht. Und hat uns
vom Balkon geschubst. Und hier der kleine Kollege hat uns gerettet. Hallo. Der zeigt uns, dass ein großes Einhorn, also irgendein Monster, von dem er auch gerade geredet hat, Frösche jagt oder Fröschen folgt oder irgendwas mit Fröschen. Sieht auf jeden Fall aus wie ein Spielzeug. Ich denke, das ist eines der Spielzeuge, das wir haben. Das uns hilft, in unserer Gedankenwelt zurechtzukommen. Da oben haben wir nochmal eine Tutorial-Box, die ich gerne doch nutzen würde. Ah, und unser kleiner Freund hier hat uns gerade gezeigt, er kann als Jetpack benutzt werden. Erstmal würde ich aber trotzdem gerne in die Kiste schauen. This is Lula, you're awesome robot. Hold on the A-Button to hover in the air. Dann versuchen wir doch mal darüber zu fliegen. Ah, oh. Ah, geht aber nur bestimmte Zeit. Wir können also nicht wirklich fliegen. Das ist nur ein Long Jump. Hier ist ein Tor, das ist aber verschlossen. Wir brauchen also wieder einen Mechanismus, den wir wo finden. Ah, wir können also auch unseren kleinen Roboter für uns losschicken. Zu diesem Switch. Send Lula with Y. Lula! Hat also jetzt den ersten Schalter. Gucken wir mal, was dieser Schalter jetzt nochmal tut. Ah, wir fahren weiter. Ach, es tauscht diese Blöcke aus. Den leeren und den mit diesem Dach dran. Das ist aber trotzdem nicht ganz klar, was der erste gemacht hat. Okay. Und wir sind im Kreis gelaufen. Wir sind wieder, wo wir waren, als wir diesen Weg geöffnet haben. Da konnte aber dieses Haus, glaube ich, noch nicht laufen, oder? Okay, wir laufen mit einer Riesenspinne.
Und wir kommen weiter. Was schaltet Lula hier für uns? Ah, ich hab jetzt einen Durchgang. An dem wir aber nicht weiterkommen. Jetzt kommen wir weiter. Es scheint, als wären wir jetzt in einem noch dreckigeren und verkommeneren Teil der Favelas angekommen. Oh. Kein Ort, an dem man leben will. Er hat auch nur einen Schuh an. Eine Socke am linken Fuß, kein Schuh. Vielleicht ist er weggelaufen. Er hat sich alleine nicht mehr rechtzeitig anziehen oder nicht vollständig anziehen können. Ist vielleicht vor dem Monster zu Hause geflüchtet. Und wir können wieder zurück. Schicken Lula mal wieder den Knopf drücken. Ah. Nein, ich vermute, wir müssen unten rein und das Rohr dann nach oben drehen, wenn wir drin sind. Ja, genau. So, und wir drehen. Das ist hier bedrohlich. Das Rohr ist aufgebrochen. Das ist es. Ich denke, das ist das Monster, was wir im allerersten Video gesehen haben. Und vielleicht auch das Monster, das in dem Anfangszitat erwähnt wurde. Monster, das sein Vater manchmal wurde. Hier lebt's. Das ist wohl das Zuhause. Ich weiß nicht, ob wir da wirklich hinwollen. Wollen wir dem folgen? Na, wir gucken mal hin. Es ist nicht hier, es ist wahrscheinlich durch diese Luke weiter. Und wir kommen nicht hinterher. Wir laufen andersrum.
Wir haben wieder magische Kisten. Ich würde vermuten, die Kisten müssen wieder auf die hier angezeigten Rahmen. Und damit erhebt sich auch der erste große Klotz wieder in der Luft, passend dazu. Und der letzte von hier oben. Kommen wir da überhaupt hin? Nein. Hier ist auch nochmal der Mechanismus. Zu dem kommen wir aber auch nicht. Ich schaue mal, ob ich mit einer Kiste dorthin komme. Genau, und damit tragen wir die Kiste zurück und können so alle drei Kisten platzieren. Sehr schön. Hey, Mädchen, halt, stopp! Was tut sie? Ich brauche die Kiste. Das kleine Mädchen möchte mir die Kiste nicht geben. Aber was tue ich? Sie verfolgen bringt wohl nichts. Wenn ich ihr eine andere Kiste gebe. Guck mal, ich brauche die Kisten. Ah. Oh. Mit der Kiste komme ich hier hin. Nein. Möchte sie nicht einsperren. Okay, sie ist wieder geflüchtet, hat uns unsere Kiste hinterlassen. Ich finde es aber nicht schön, dass sie sie dazu eingesperrt haben. Interessant, wo wir hier sind. Irgendein... Ja, sieht eigentlich aus wie ein riesen Kanalrohr. Ich weiß nicht, ob wir mal runter gucken können. Ah, und in dem ist auch nochmal... Oh. Und wir haben das Monster gefunden. In seinem Bau. Oh, gehen wir mal weiter. Will den nicht wecken. Ganz leise. Ich will nicht mit dem interagieren. Ich möchte nicht. Ich habe Angst. Na gut.
Alter! Bist du wahnsinnig? Was tust du da? Und nur? Soll ich jetzt hier hüpfen, oder wie? Der ist ein Sprungbrett. Na dann. Drauf und nichts hier raus. Wir haben eine Nuss, eine Frucht. Ich weiß es nicht genau. Ich wollte mir aber hier nochmal das Graffiti erst angucken. Ich kann nicht. Ach. Hier, der unterste ist ja wie eine Figur. Ein Mensch oder menschenähnlich, der an den Strippen eines Größeren hängt, der wiederum an den Strippen eines Größeren hängt, der wiederum an den Strippen eines noch Größeren hängt. Und wenn wir da hochklettern, hängen ganz unten wir. Wir gucken uns mal noch erstmal um, bevor wir die Box nehmen. Ah. Wir brauchen hier also Gewicht drauf, dass unsere Brücke ausklappt. Und ich vermute, wir brauchen das Gewicht von dem Monster. Das heißt, wir müssen ihn wahrscheinlich dahin locken. Ich würde jetzt mal hier unterwegs noch eine hinlegen. So. Und die dritte Frucht, die wir haben, die würde ich jetzt fast mal, falls ich jetzt hier mit der klettern kann. Nee, natürlich nicht. Die schmeiße ich mal da oben rein und gucke, ob ich ihn damit aufwecke. Okay, nein. Okay. Geheimes Tor. So. Ich möchte ihn immer noch nicht wecken. Komm, wir tun's. Hör!